Seid gegrüßt, meine lieben Freunde da draußen. Da bin ich endlich mal wieder, euer Zordan hier aus Fjordheim. Ja, es ist viel aufnahmeunlustige Zeit vergangen wieder mal. Aber nichtsdestotrotz, wir sind noch hier, denn wir müssen ja auch langsam mal zur Rande kommen, denn die Wahlzeit beginnt. Ihr habt es wahrscheinlich schon beim guten Gärtnermeister Karl Castello gesehen, dass er damit beginnt, die Wahlorte vorzustellen. Und Fjordheim da schon dabei ist. Und er hat mir auch noch hier eine Überraschung hinterlassen. Nämlich, er hat ein paar umsiedlungswillige Dorfbewohner aus Wolfsbach mitgebracht, die sich hier schon langsam bereit machen. Ja, mein Plan war es dann ja zum Abschluss der Arbeiten hier noch ein paar Leute, die sich schon vom Moorbrücker Hof und so weiter gemeldet haben, die dann hier anzusiedeln. Aber gut, das machen wir dann halt auch noch. Dann sind hier halt schon mal ein paar mehr Dorfbewohner. Wir müssen noch ein Farmgebäude dort oben bauen und ein paar Felder, damit hier schon mal so ein bisschen was für die zum Abbauen da ist. Und ich zeige euch, was ich noch gemacht habe seit dem letzten Mal, denn ganz untätig bin ich auch nicht geworden und eines machen wir zusammen heute fertig. Zum einen habe ich nämlich hier mit dieser Schmiede schon mal angefangen, die wir dann gleich fertig bauen werden zusammen. Und ich habe hier noch ein Hügelhaus gebaut. Das zeige ich euch mal rundherum erstmal kurz. Wartet. Bisschen weiter nach hinten, so, dass man das sehen kann. Hier ein hübscher Erdklöppelhügel. Schön mitten in die Landschaft geflanscht. Innen drin natürlich ein vollwertiges Haus, von außen schön mit Erde bedeckt. Hier geht's rein. Ist noch alles zum Einrichten frei hier. Platz für ein großes Wohnzimmer. Können wir nur noch einen Kamin reinbauen oder sowas. Hier könnte man eigentlich einen super Kamin hinbauen. Oder hier so in die Ecke. Das könnte man auch noch machen. Hier ist ein Schlafzimmer. Wir hatten aber noch Platz für einen Schrank. Ein Bett steht hier schon. So. Und hier noch eine Küche. Ne, soweit auch schon alles vorbereitet hier. Für die Leute, die dann hier mal einziehen mögen. Ja, eigentlich wäre hier ein Kamin gar nicht so schlecht. Also der würde hier gut hinpassen. Natürlich vom Wohnstil her wahrscheinlich besser hier so, aber... Hier ein Kamin? Ginge auch. Können wir aber auch dem zukünftigen Bürgermeister überlassen, solche Sachen noch fertig zu bauen. Denn wir wollen ja erstmal hier mit der Schmiede fertig werden. Aber wo käme denn ein Kaminschlot raus hier? Die Küche hat ja schon einen Schornstein. Dann würde ich hier auch nochmal so eine rausluken. Oder hier hinten irgendwo. Kann man machen. Ist auf jeden Fall ein recht großes, geräumiges, hier hat sogar ein schönes Dachfenster, großes, geräumiges Hügelhaus. Und die Schmiede, die ihr hier seht, die habe ich schon mal so ein bisschen vorbereitet. Die führt tatsächlich hier in den Wasserbereich rein, denn hier kann man dann die geschmiedeten Dinge schön abkühlen. Hier ist die Esse, da muss noch ein bisschen Gitter drumherum. Und hier nach oben geht es dann in ein Wohngebäude für den Herrn Schmied, das wir auch noch fertigstellen müssen dann. Das kommt hier mit drauf. So, dann wollen wir nochmal direkt loslegen. Holen wir mal Baumaterial, was noch so da ist. Was haben wir denn noch Schönes da? Ja, das ist im Großen und Ganzen recht übersichtlich, würde ich sagen. Ich werde jetzt hier so ein bisschen, aber das ist auch nicht gerade viel. Keramik, Holz, Womit machen wir denn die Mauern? Die Außenmauern von dem Ding. Das ist eigentlich, ist da Bruchstein schon fast das Ideale für, weil das Ganze ist ja so ein, es ist ja eine Schmiede, die ist ja schon recht trutzelig, wutzelig so. Wartet mal. Also, wie das in der Kombi aussieht, gucken wir einfach mal. Ja, das ist schon eigentlich das passendste Material, muss man echt so sagen. Dann machen wir das auch so. Fenster. Hier wird es komplett verschlossen, denn das ist die Schmiedeesse. Ich zeige euch gleich nochmal den schönen Kamin dafür. Ja, ja, doch, das passt eigentlich am idealsten. Ups. Jetzt bin ich hier halb im Wasser. Worauf stehe ich eigentlich gerade? Achso, hier sind ja diese, genau. Machen wir Fenster so vielleicht?
Also wenn dann so natürlich. Ist klar. Und hier seht ihr schon, ne? Dann geht das, fließt das Wasser rein von außen und dann hier in dieses Abkühldingens. Ach so, ja, ja, die Dinger. Warte mal. Ja, optisch gesehen müsste der da zumindest noch so sein. Sonst sieht das doof aus. Hier die anderen, das ist nicht ganz so zwinglich, dringlich. Und es wird dunkel. Dann renne ich doch mal schnell hier ins Bett. Da bin ich schneller dran. Badiep, badiep. Und schnell mal Ratzepü machen. Ja, und in der nächsten Folge dann die Farmsachen und den sind wir nämlich auch fast fertig und dann kann das zur Wahl als erstes Waldorf übergeben werden. Und da ist noch so viel Platz hier in dieser Landschaft, um das Ganze auszubauen. Also wirklich, da massig. Was wollte ich denn jetzt hier? Ach so, genau, ich wollte hier nochmal kurz so Holz holen und so ein paar Wegeplatten. Kann man die eigentlich auch mal als Wegeplatten verwenden? Warum nicht? Gucken wir mal, wie das so aussieht. Ich wollte nämlich, das vergesse ich sonst, wenn ich das jetzt nicht sofort mache, dass ich hier so einen kleinen Steg rüber machen möchte. Eins, zwei, drei, vier, fünf dazwischen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, hier noch einen hin. So. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Und da? Da ist mal zwei Platz dazwischen. So. So, machen wir das mal. Das kann sich derjenige, der es dann hier später alles übernimmt, ja ausbauen, wie er das möchte. So, nehme ich jetzt mal die als Wegeplatten. Da drüben haben wir ja andere immer genommen. Aber warum nicht auch mal Birke? Huch. Komme ich da jetzt noch dran? Hey, bleib hier! Birki! Witzig. Naja, nicht so richtig. Mano. Das ist das Problem mit dem Wasser-Update, ne? Das macht so solche Sachen manchmal auch ein bisschen schwieriger, weil die Dinger abtreiben. So. Dann kann man nämlich jetzt hier... Eigentlich muss ich die noch hier... Die weg. Und das passt ganz gut, weil wir haben ja sonst auch mal Fichtenstufen hier überall. Am Rand. Wovon ich jetzt nur noch mal ein paar mehr machen muss. In der Schmiede brauchen wir ohnehin eine doppelte Werkbank. Zum Beispiel hier. So. Das reicht eh nicht, aber egal.
gehen wir gleich nochmal zurück. Ja, dann ist es nämlich hier schön so. Schöner Verbindungssteg. Zu diesem Inselchen, wo ja auch wieder ein Hügelhaus perfekt hinpassen würde, zum Beispiel. Aber das sind alles Sachen, um die ich mich dann tatsächlich nicht weiter kümmere, sondern das überlassen wir mal schön demjenigen, der gewählt wird, wenn er sich denn hier für Fjordheim entscheiden sollte, oder sie. Ich sage mal er, aber das ist nicht darauf bezogen, dass ich davon ausgehe, dass wir einen männlichen Sieger bekommen, sondern einfach nur, weil es im Sprachgebrauch einfacher ist. Ich bitte das zu entschuldigen. So. Bom, bom, badum, bom, 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 bom. Menü. So. Ja, kann man noch Zäune dran lang machen. Aber wie gesagt, das soll jetzt mal nicht unser Ärger hier sein. Denn wir müssen hier weitermachen. Ich hab's ja auch nicht allzu leicht gemacht hier, das muss ich ja mal selber zugeben. Ist überhaupt die Frage, ob wir hier so Fenster überhaupt so brauchen oder ob wir das nicht komplett verschließen hier. Ist ja hier ein Arbeitsbereich und kein, irgendwie, ne? Das ist schon Wohlfühlbereich. Auf jeden Fall muss ich gleich mal Fackeln mitbringen. So, sonst wird das hier ganz schön duster. Oh. So, jetzt brauche ich noch mal ein paar von den geziegelten Steinchen. Ein paar habe ich auch noch. Aber ich nehme schon mal das Rohmaterial mit. Hier kommt der trutzige Eingang dieser Schmiede hin. Entschuldigung, aber der Frühling geht mit mir durch. Eigentlich können wir das hier auch so machen. Am Schmiedezugang. Nee, warte, die waren richtig mit Bruchstellen hier. Ja. Hier kommt ja der Amboss dann hin. Gleich. Und hier auch irgendwelche Werkbereiche. So, erstmal ein paar Fackeln aufhängen, damit es hier nicht so düsterlich drin wird. Der muss da noch hin.
ich hier mal so eine Nacktsteinwand einfach. Ist ja eine Schmiede. Kann ja ruhig so ein bisschen rustikal aussehen alles. Bleibt dann aber offen. Arbeitsbereich. Ja, das kann man ruhig mal so machen. So, Lampen, also Fackeln. Hier geht's, wie gesagt, rauf. Geht die Sonne schon, die Sonne geht schon wieder unter. Wir müssen uns beeilen. Und ich muss eine ungefähre Vorstellung davon kriegen, wie ich das jetzt hier eigentlich weitermachen möchte. Könnte das an einer Seite hier so rausgucken lassen. Oder wirklich nur an einer Seite. Na, jetzt muss ich erstmal ins Bett. Ich muss eh nochmal wieder in die Werkstatt da zurück. Also. Autsch. Jetzt muss ich ja noch mehr drauf achten, weil ich ja hier irgendwelche Siedler habe. Ja, die sprechen diesen Wolfsbacher Dialekt, da tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit. Verstehe, muss ich zugeben. Das muss ich nochmal mitnehmen, weil da habe ich so eine Kleinigkeit hier gefunden gerade. So, dass das auch zu ist. Das hier ist ja quasi der Geschäftsraum der Schmiede. Da können wir hier gleich noch so eine Art Ladentheke. Das heißt gleich. Können wir direkt noch so eine Art Ladentheke drunter machen. Na, das hier muss eine Klappe werden. Dann kann der Schmied hier mit den Kunden besprechen, was für Sachen sie beauftragt gebaut haben möchten, wie auch immer. Und kann dann loslegen. Vielleicht haue ich die Werkbank hier auch nochmal weg. Und wir setzen sie hier unten rein. Eine zumindest. So. Genau. Haben wir das schon mal. Hier irgendwie so Sitzgelegenheiten oder sowas rein. Deswegen wollte ich auch zur Werkbank. Kleine Bank so. Hm. Wie gesagt, hier kommt der Amboss hin. Dann können wir hier eine Arbeitsplatte hinmachen. Muss schon aus Stein sein, das Ganze muss ja hier was aushalten. So, ja, gefällt mir. Klappe, ich laufe hier. Halt, Klappen habe ich ganz viele da hinten, glaube ich, noch. Da brauchen wir nichts Neues bauen. Ja, ich, das immer, ihr kennt das, immer wenn ich eine Weile nicht gespielt habe, dann wusel ich hier erstmal wie so ein, angeschossenes irgendwas durch die Gegend. Weil ich erstmal wieder reinfinden muss, so ein bisschen. Hm.
Schweine. Klappe. Gitter. Die bieten nämlich die bessere Möglichkeit, hier so eine Art Schutz zu haben, dass man hier nicht aus Versehen in diese rauchende Esse reinläuft. Die im Übrigen, und das könnt ihr hier ganz gut sehen, ich gehe mal ganz vorsichtig drauf, hier richtig schön mit Abzug und so weiter den Kamin hier hat. So, also da kann dann was reingelegt werden. Da machen wir einfach so, irgendwie so davor. Fast überlegen, ob ich das hier noch einen höher öffne. Optisch irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Ist hier ein bisschen, doch, ist mir angenehmer. So, die Einzeltür, die machen wir hier rein. Time. Wie sich der Schmied nennt oder nicht, das obliegt alles dem zukünftigen Bürgermeister, sich das zu überlegen. Er hat hier auf jeden Fall ein schönes Feld gleich nebenan. Und der da hat laute Nachbarn. Aber willst du machen, ne? Kriegen wir noch einen Satz zusammen? Nee. Ich brauche mehr Eisen. Und wieder rennte er durch die Gegend. Aber hier ist noch genug Eisen. Und wir können auch gleich den Amboss bauen. Das machen wir sofort. Mit den vielen, die wir hier noch haben. Mit. Klack. So. Alles aus meinem privaten Eisenvorrat. So bin ich. So, die Abkühlbecken. Sollte hell genug sein, glaube ich. Türen, wie gesagt, lassen wir hier schön. Ach komm, das machen wir hier auch so. Mit großen Durchgängen. Hier bleiben die Türen wirklich alle offen, dass es frei begehbar ist. So, und hier kommt jetzt schön der Amboss hin. Und jetzt kann ich hier nämlich auch schön drumherum, dann darauf arbeiten und so kann ich jetzt hier auch mal mein Werkzeug reparieren. Was dringend nötig wird langsam. So, jetzt aber. Jetzt sind wir hier oben wieder. Wir holen das hier einen raus. Und machen Balken hoch. Machen das Ganze relativ niedrig. Und hier ziehen wir es nicht raus und vorne nämlich auch nicht. Das ist mal ganz anders. Oh, keine Fichte mehr. Ich hoffe, ich habe noch Fichtenholz da, weil da brauchen wir noch ein bisschen was von. Thank you.
was loswerden hier erstmal wieder. So. Zur Erde kommen wir gleich, die brauchen wir später. Alles mit den Balken da drunter, aber das ist auch mal egal. Das muss ja auch der Optik geschuldet irgendwie mal anders gehen. Hier in der Mitte? 1, 2, 3, 4. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ich kann nicht zählen gerade. Was ist denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, wir haben keine Mitte hier. Dann ist das so. Aber hier, ne? Ja, warte, die können... Das ist zu viel des Guten. Die lassen wir weg. Und ich gehe schon wieder schlafen. Was für Sachen kleiden wir die schön aus? Ich bin echt so ein bisschen materialarm gerade. Ich nehme erstmal schon mal ein Bett mit und dann werden wir gleich nochmal zurückkehren ins große Lager der Hexenwacht, um dort vielleicht ein bisschen was noch zu räubern, damit diese Schmiede auch schön wird. Hier kommt auf jeden Fall eine Art Mauer drumherum, dann hat man hier so eine kleine Terrasse an diesem Kamin. So. Würde ich sagen, hat der Schmied hier wahrscheinlich sein Bett dann stehen in Zukunft, weil da hat er den Kamin nicht weit. Das ist schön warm hier also. Kann das Ganze noch ein bisschen uriger machen, indem ich jetzt hier auch noch... Ah ne, dann sieht man, dass das hier mit den Linien nicht so gut passt. Jawohl, hier passt es ja. Was? Wir ändern das hier nochmal. Wir machen es passend. Auch wenn es dann optisch nachher nicht passt. Das ist optisch ausgezählt, ist das dann falsch, aber... Nee, also optisch passt es, aber von der Auszählung her ist es dann falsch, aber mein Gott. So. Was unten dann mit diesem hier auch nicht passt. Aber
Aber den können wir auch noch um einen versetzen. Was soll's denn? Es zwingt uns keiner, das immer alles, wie sagt man, symmetrisch sein muss. Zwingt uns wirklich niemand. Sitzt. Wie sagen alte Baumeister manchmal, Symmetrie ist etwas für Leute ohne Fantasie. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ich versuche gerade nur eine gute Ausrede zu finden, ob ich das jetzt hier unsymmetrisch mache. Wir verhelfen uns eines kleinen, feinen optischen Tricks, nämlich indem wir diese Dinger hier wieder rausnehmen an diesen Stellen und nur an den Außenkanten lassen, dann sieht man das nämlich wirklich kaum. Klar, jetzt müssen wir hier natürlich ein Gitter rausmachen. Und schon sieht das Ganze so ein bisschen so aus, sollte das so sein. Jetzt sehen wir die hier auch noch weg. Ist die gesamte Stirnseite glatt. Ändern wir es noch so. Huch. Und die sind auch so ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt und deswegen nehmen wir die auch noch raus. Alles nur, um es da drin ein bisschen passiger zu machen, aber hey, was soll's. Manchmal, wenn man feststellt, dass der ursprüngliche Plan doof war, macht man halt einen neuen. Und schwupps, passt hier drin alles. Wunderbar. Und jetzt holen wir uns irgendwas, um hier die Wände besser zu verkleiden. Das machen wir jetzt auch noch so. Schöner Aufsatz hier drauf. So, habe ich noch Mauersteine? Habe ich auch noch. Schön. Sehr schön. Aber nicht genug. Also, Steinzäune meine ich hier so. Gucken, da wollte ich eigentlich auch noch so ein Auslassding drauf machen. Machen wir dann noch. Ich hole jetzt erstmal schnell irgendwas, womit wir die Wände hier verkleiden können, denn das geht so nicht. Aber insgesamt cooles Ding. Wird schon fast das höchste Gebäude hier. Wobei wahrscheinlich der Plan mit dem einen Farmgebäude auch nochmal so eine ähnliche Richtung bekommt. Deckenplatten. Oh, warte, da habe ich. Ja, super. Machen wir das erst noch.
Es wird keinen Dachboden geben. Das ist nicht von mir. Und das wird wieder ein Erddach bekommen, damit es hier gut in die Landschaft passt. So, na, das Aufnehmen, das geht doch schon wieder wie geflutscht. Wie gesagt, leichter Zeitdruck ist ja auch da, denn wir wollen ja bis zur Wahl hier alles so weit haben, dass wir es übergeben können, dass es einen grundsätzlichen Dorfcharakter erstmal bekommt, das Ganze. Denn die Fichtenstämme jetzt weggebracht. Ich bin so doof manchmal. Weil ich da keinen Balken reinsetzen wollte und das jetzt doch mache, deswegen. Dafür sind die ideal. Das reicht nämlich, um alles hier voll zu kleistern damit. Zack. Schon haben wir ein gedecktes Dach für die Schmiedewohnung. Laufzeit der Folge neigt sich eigentlich auch schon wieder dem potenziellen vorgesehenen Ende. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich eine pünktliche Anschlussfolge hinbekomme. Was ich jetzt echt überlegen muss. Ziehen wir nochmal los oder auf die Gefahr hin, dass es nicht reicht? Nicht. Okay, erstmal schlafen gehen hier. Oh, zieht's auch nicht so. Oh, so. Los, komm her, Sternschimmer. Wir müssen noch mal ganz kurz nach Hause. Ist ja zum Glück um die Ecke. Tag. Hier passt auch noch was Schönes hin. Ah, hier passt noch so viel Schönes hin. Na? Was dieses Spiel Ränzchen? Wir haben keine Zeit. Ah, wieder nicht geschafft. Ist ja gut so. Wenn ich es nicht schaffe, über meine Mauer zu springen, dann funktioniert sie. So, hier sind nämlich noch ganz viele Leute. Auch das hier quillt schon wieder über und deswegen wollte ich davon auf jeden Fall ein paar umsiedeln. Und das mache ich auch noch. Hier oben in der eigentlichen Festung wohnt kaum noch einer, habe ich den Eindruck. Nur meine Tiere. So, gefärbte Keramik. Ist Orange ein guter Farbton für so eine Schmiede? Ich weiß ja nicht, davon habe ich halt so viel. Aber so ungefärbt ist sie auch doof. Hm. Orange passt so wenig zu dem Grau, was unten ist, ne? Blau schon eher. Blau ist teuer. Und reicht das denn, ist die Frage. Ja, Bruchstein brauche ich nicht mitnehmen. Das haben wir da reichlich. Ziegelstein auch. Und hier von den neuen Steinsorten? Ja, weißt du was? Nehme ich die noch mit und das andere mit dem blauen da. Ich hoffe, das reicht. Wie ist denn das hier mit Glas? Habe ich noch Glasscheiben reichlich viele? Da können wir auf jeden Fall was mitnehmen.
noch was zum Essen hier. Ja, das wird nämlich auch langsam eng. Ich bin schon so auf das neue Wappen gespannt. Ich mag hier die Wappen so gerne. Wahrscheinlich habe ich 1000 Sachen vergessen und müsste eh nochmal wieder herkommen, aber egal, wir wollen jetzt ja den Abschluss machen. Das Dach, sage ich euch gleich, das machen wir jetzt nicht mehr zusammen, aber das wird ja eh wieder nur so ein Erddach werden. Beim nächsten Mal stellen wir die Schmiede dann vor und dann bauen wir ein Silo und ein Farmgebäude und ein paar Felder. Holen dazu auch noch reichlich Gemüse, dass der neue Bürgermeister gleich alles da hat und auch die Dorfbewohner da was abbauen können und so. Wir trennen auch die Felder, damit sie nicht immer alles von dem einen aufs andere schleppen. Machen die sowieso. Und dann ist das ganze Übergabe fertig. Und wenn man mal von hier oben guckt, mit der Motte und dann hier auf der großen Fläche dann noch ein bisschen was drauf. Und da so ein paar Gebäude im Tal schon mal. Ergibt sich doch schon der Charakter eines kleinen Dorfes, der noch bis weit hin zu einer großen Stadt ausgebaut werden kann. Hoffentlich alles so ein bisschen in diesem kleinen Butzen-Stil, der mir da so vorgeschwebt ist. Aber wie gesagt, wenn es ein neuer Bürgermeister übernimmt, kann er machen, was er will. Sollte halt grob ins Dreiebenland passen, aber da bin ich mir sicher, dass derjenige, welcher es denn wird, das sowieso versteht. So. Ich finde den in seiner Rohform ja total schön, hier diesen Stein. Könnte man so eine Art Rohr reinlegen als Heizung. Hier ist die Wohnungstür. Hier ist eine geschlossene Wand. Bett auch mehr hier drüben sind. Denn wenn das hier so zugeschlossen alles ist, kommt ein kleines Fenster hin, das reicht. Hier ist mehr so ein Panorama, hier könnte die Küche dann rein. Dann kann man hier eigentlich... Ja, das ist doch überhaupt die Idee. Wo kommt der Küchenherd hin? Habe ich noch Türen dabei? Nein. So, und da sind wir nämlich mit den Steinen so gut wie durch. Dann machen wir jetzt hier in Keramikblau. Tür rein. Das ist so eine geschlossene Wand hier. So ein kleines Zäunchen. Hier kann auch noch ein schönes Doppelfenster hin, jawohl. Ist das hier auch schon so eine Art Wohnstube oder so? Türen. Kann ich hier eigentlich noch? Oder wird das zu eng dann? Ich glaube, es wird zu eng hier mit dem... Ja, das ist... Muss so bleiben. Blau, da
graublau. Ist auch mal was anderes. Wie gesagt, kommt ja noch ein Dach drauf. Ein Erddach dann. Ihr werdet euch das dann schon vorstellen können, denke ich mal. Hier draußen diese Terrasse. Warte mal. Und vielleicht lassen wir den sogar mal so. Nein, nicht nur, weil ich da jetzt nicht raufkomme. Psst. So. Dass man hier nicht runterfällt. Natürlich auch überall Fackeln rein. Genau wie hier in die Hauptwohnung. Schön an die Balken. So, jetzt sollte hier auch genug Licht sein. Hier kommt ein Herd hin. Mit Abzug zu dem Kamin da draußen. Ist doch eine lustige Sache. Und das kann dann noch schön eingerichtet und ausgebaut werden. So, dann gucken wir uns das Ganze nochmal von der anderen Seite an. Vorbereitet ist alles. Dach kommt noch drauf, wie gesagt. Ein Erddach. Und schon haben wir hier eine riesen Schmiedewerkstatt. Eine wirklich luxuriöse Schmiedewerkstatt. Mit Ambanden. Wie gesagt, stellt euch da noch ein Erdspitzdach drauf vor. Dann passt das hier auch gut in die Landschaft rein. Mit Grassodden drauf, wie immer. Und dann sage ich schon mal von dieser Stelle, macht es gut, bis zum nächsten Mal beim Farmbau. Und dann sind wir so gut wie fertig. Dann machen wir noch die Übersiedlung. Ja, ne, so ein schöner Kasten, der jetzt hier rausguckt. Ist auch nicht gleich an beiden Seiten und das macht es irgendwie auch wieder charmant. Gut, das Einzige, was noch ungleich ist, ist da unten mit dem Gitter. Das erweitern wir noch um einen. Habe ich noch in der Tasche die Gitter? Jawohl. Hier, da geht noch einer raus. So. Harmonisiert das auch mit den Fenstern oben. Und das wird sie, die Schmiede. Ein schöner Klotz, liebe Freunde. Wo schwimme ich denn jetzt mal lang hier? Am besten da rein. Wie gesagt, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder, wenn wir da fleißig Farmen bauen. Und bis dahin sage ich, habt eine schöne Woche, habt ein paar schöne Tage. Bis denne. Tschüss.